In diesem Video seht ihr zwei Technologieaktien, die ich euch vorstelle, die nach deutlichen Kursrückgängen ich jetzt für kaufenswert halte. Eine dieser Aktien ist bereits im Firmendepot, die andere wird wohl in Bälde dahin wandern. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Gründer des Aktienfinders mit über 125.000 Mitgliedern. Bei uns geht es ums langfristige Investieren. Wir wollen von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren. Hier in diesem Video stehen selbstverständlich die Kursgewinne im Vordergrund. Im letzten Video ging es beispielsweise ums dicke Dividendendepot. Jetzt geht es um, ja, ich würde mal sagen, dicke Kursgewinne. An der Stelle aber immer ganz wichtig, keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Auf los geht's. Los, die erste Aktie, die ich euch zeigen möchte, der nähern wir uns mal hier über den Earnings-Kalender an. Die hatten ihre Earnings schon Ende Juli gehabt, deshalb blätter ich jetzt mal ein bisschen. Und was war zu weit? Und zwar am 30. Juli. Und die Aktie heißt Arista Networks. Was ihr hier seht, sind die Zahlen bezüglich Gewinn, Umsatz, was ist ausgefallen, wie die Schätzungen waren, ob Gewinn und Umsatz übertroffen wurden. Das war in diesem Fall der Fall. Und dann habt ihr die Kursreaktion plus 11%. Klingt nicht nach Abverkauf, ist auch kein Abverkauf und ist auch keine Aktie, die ich derzeit für so dringend kaufenswert halte, als einer Sneak Peek Preview. Ich möchte die Aktie aber euch trotzdem zeigen, weil ich es für interessant halte. Und weil ihr auch sehen sollt, dass ich hier nicht jede Aktie quasi für kaufenswert halte. Gehen wir mal zu Arista Networks rein in den Aktienfinder und dann zeige ich euch, warum ich meine, dass ich diese Aktie jetzt zum Beispiel nicht kaufen würde. Arista Networks ist ja ein Profiteur, immer auch ein KI-Profiteur. Und zwar, was die machen, die haben sich spezialisiert auf Hochleistungsnetzwerktechnik, während Cisco Systems so ein Tausendser ist und überall quasi mitspielt, haben die einen Fokus auf Hochleistungsnetzwerken und davon profitieren die, oder deshalb profitieren sie deutlich stärker von der KI als vom KI-Boom als Cisco Systems. Wir haben uns jetzt aber, und gehen wir mal hier ins Chart-Layout, man kann das hier sehen, wie schön jetzt hier die Gewinne auch langfristig steigen, Margen steigen, Umsatz steigt. Und was wir auch sehen, ist beispielsweise hier in der Performance, da sieht man, dass wir auch eine Kursrakete im Prinzip haben, auf die letzten 10 Jahre eine Performance von knapp 1600%. Davon jetzt hier year to date, allein hier gestiegen die Aktie um 53%. Notiert derzeit nahe des Allzeithochs. Wenn wir uns die Multiples anschauen, dann sehen wir hier, dass auch die Multiples nahe des Allzeithochs sind. Das ist das Multiple basierend auf dem bereinigten Gewinn, also KGV, basierend auf dem bereinigten Gewinn. Momentan hier das KGV so bei um die 44. Wenn wir mal den fairen Wert uns anschauen, also die Aktie jetzt bewerten, da gehen wir dann auch auf den bereinigten Gewinn. Und wenn wir jetzt den fairen Wert hier drüber legen, das wäre hier, mal ein bisschen reinzoomen, dann sehen wir, dass die Aktie heillos überbewertet scheint. Wir hätten hier einen fairen Wert aufs laufende Geschäftsjahr von, mal gucken, 240 US-Dollar, die Aktie kostet aber 360 US-Dollar. Und selbst mit dem prognostizierten Gewinnwachstum aufs nächste und übernächste Geschäftsjahr, selbst da wäre die Aktie immer noch überbewertet. Da läge dann hier der faire Wert bei 323 US-Dollar. Selbst dann, wenn ich hier jetzt den Bewertungszeitraum kürze von 10 Jahren, auf ab 2021 beispielsweise und dann das KGV nach oben gehen wird, seht ihr, dass wir immer noch diese deutliche Überbewertung haben. Wir haben eben hier prognostiziertes Wachstum von unter 20%, so, ja, 17 Prozent würde ich mal sagen im Schnitt und dafür ist ein KGV von 45 einfach zu hoch. An der Stelle deshalb für mich Arista Networks zu teuer. Kein Kauf. Wir haben jetzt aber zwei andere Aktien, die ich euch versprochen hatte. Und ich denke, die sind interessanter. Jedenfalls meine Meinung. Gehen wir mal wieder in den Earnings-Kalender rein. Die erste Aktie oder die zweite Aktie, die ich euch zeigen möchte, die hatte am 6.8. ihre Earnings gehabt. Das ist der 5., das ist der 6. Man kann ja nur noch nach US-Aktien sortieren, dann filtern, da ist es ein bisschen weniger. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo sie ist. Da ist sie. Super Micro.
Supermicro hat den Gewinn verfehlt, recht deutlich den Quartalsgewinn, auch den Umsatz minimal verfehlt und die Aktie ist abgestürzt um über 20%. Und das könnte jetzt eine kaufenswerte Aktie tatsächlich sein, weil auch hier haben wir einen Profiteur des KI-Booms. Hier mal Supermicrocomputer, habe sie schon gesehen. Da sind sie. Und wenn wir uns die Performance mal hier anschauen von Supermicro, gehen wir auf 10 Jahre, da seht ihr hier, das ist ungefähr dasselbe Niveau von den Kursgewinnen wie Arista Networks. Und hier seht ihr aber schon den deutlichen Abverkauf. Gehen wir mal auf Year-to-Date. Da ist die Aktie immer noch um 60% im Plus, trotz des deutlichen Abverkaufs. Mit deutlichem Abverkauf meine ich, dass die Aktie vom Allzeithoch hier über 60% entfernt ist. Das heißt, die ist extrem, extrem stark angestiegen hier und dann jetzt auch wieder sehr stark gefallen. Und wenn wir uns hier mal die Multiples anschauen, dann sehen wir hier eine extreme, wie es so schön heißt, im Fachjargon KGV-Expansion von hier um die 12, 13 auf über 50 innerhalb eines kurzen Zeitraums. Und dann hier seht ihr, wie das KGV wieder regelrecht eingebrochen ist. Insbesondere natürlich aufgrund der Kursentwicklung, hier der Kursrückgänge. Supermicro Computer, die sind ein Profiteur durch den Fokus auch auf Hochleistung, aber jetzt nicht nur auf Hochleistungsnetzwerktechnik, sondern insbesondere auf Hochleistungsserver. Also das ist das, wo dann auch die NVIDIA-GPUs quasi verbaut werden. Und sie rüsten ganze Rechenzentren aus, stark auch für Cloud-Umgebungen. Und sie sind auch im Speichergeschäft tätig. Auch da geht es um Hochleistung, Hochleistungsspeicher. Und sie machen auch Hardware für Netzwerktechnik. Da gibt es auch Überschneidungen mit Arista Networks. Aber Arista Networks hat sich darauf spezialisiert und bei so einem Mikrocomputer ist es eher so ein bisschen unter ferner Liefen einzuordnen. Und wenn wir in den Qualitätscheck gehen, dann sehen wir hier auch schön steigende Gewinne. Erinnert so ein bisschen an Nvidia hier. Das sind relativ niedrige Gewinne gewesen, auch wenn es Gewinne waren. Und dann haben wir hier plötzlich eine Gewinnexplosion von bereinigter Gewinn hier 2,50 US-Dollar, noch 2021 auf derzeit 22 US-Dollar. Also ganz deutlich angestiegen, ist ungefähr Pi mal Daumen verachtfachter Gewinn und das soll entsprechend so weiter steigen. Wenn wir die Margen uns anschauen, dann sehen wir, dass die Margen jetzt hier kurzfristig unter Druck geraten sind. Wir haben hier auch erstmal stark steigende Margen, die sich Pi mal Daumen hier vervierfacht haben. Und dann sind sie wieder leicht zurückgegangen. Und das hat natürlich auch zum EPS-Rückgang mit beigetragen und zum Verfehlen der letzten Quartalszahlen. Was ist da passiert? Da hat das Management gesagt, es gab einen Kunden, einen Großkunden. Und da war vermutlich einer aus der Fangemeinde, das Wort ist ja noch bekannt, gemeint. Wir wissen ja, dass die mehrere Milliarden tatsächlich im Quartal schultern, um eben ihre Rechenzentren auch auszubauen. Und die bekommen dann bei entsprechenden Großaufträgen auch Preisnachlass. Das ist der eine Grund, der genannt wurde. Der andere Grund war, dass es jetzt mehr verstärkt zu Serversystemen gehen, die im Prinzip Flüssigkeitskühlung haben, also nicht luftgekühlt sind. Und da mussten die Lieferketten jetzt umgestellt werden, angepasst werden. Und das hat jetzt auch erstmal auf die Margen gedrückt, sollen sich aber wieder erholen. Gut, ich würde sagen, jetzt gehen wir dann gleich in die faire Wertberechnung rein, weil das ist ja immer interessant. Alle Aktien, die wir hier anschauen, auch Arista Networks, sind ja Aktien, wo das Geschäft floriert. Problem ist ja immer, der Kurs, ist die Aktie jetzt zu teuer oder lohnt sich der Einstieg doch? Und wenn wir hier bei Supermicro sind, dann sehen wir erstmal hier diese massive Übertreibung des Aktienkurses. Hier ist der faire Wert und wir haben hier einen Schnitt, der für die Bewertung oder Berechnung des fairen Werts herangezogen wird, von 13,4. Diese 13,4, wenn man die mal vergleicht mit dem prognostizierten Wachstum von erstmal im laufenden Geschäft 50% und dann hier 30 oder 23%, also abnehmend, aber wirklich sehr, ja, sehr dynamisch, nichtsdestotrotz, dann erscheint mir in diesem Fall das bereinigte KGV auf den Schnitt von 10 Jahren
deutlich zu niedrig zu sein. Deshalb möchte ich das mal auch hier nach oben korrigieren, ebenfalls deutlich auf 20, wo wir immer noch etwas unter dem aktuellen KGV liegen. Und 20 halte ich immer noch für recht konservativ für Wachstumsraten über die nächsten Jahre, die prognostiziert sind von 50, 30 und 23%. Gehe ich hier auf 20 und dann sieht man hier, dass wir ja mehr oder weniger momentan dann per Definition fast aktuell mit dem Kurs am fairen Wert sind. Und wenn wir hier mal schauen, bis dahin, weil hier sind so viele Analysten weggeflogen, bis 2026, was wir eine Renditeerwartung hätten von jährlich dann 43%, beziehungsweise insgesamt von 91%. Und wenn ich mich nicht täusche, ja, nee, hier täusche ich mich nicht, da steht es ja ausschließlich Kursgewinne. Der faire Wert liege dann hier bei 873 US-Dollar und die Aktie der Spitze schon über 1000 US-Dollar gekostet. Sieht man hier, sind es 1159. Wenn wir hier schauen, waren es, glaube ich, mal an Spitze wirklich schon fast 1200 Euro US-Dollar. Selbst wenn der Aktienkurs nicht erreicht wird, sondern quasi der faire Wert, sagen wir mal, nur bis hierhin geht, ungefähr zur Hälfte der erwarteten Kursgewinne, dann wären wir bei 650 Dollar und hätten da noch immer eine Renditeerwartung. Dann insgesamt bis krummes Geschäftsjahr 30.06.2026 von 42%. Also die Aktie halte ich jetzt durchaus für interessant. Ist schon wieder leicht gestiegen, da habe ich einen Einstieg ganz am Bottom Fishing quasi verpasst in diesem Fall. Aber ich halte sie für wirklich interessant und die werde ich mir höchstwahrscheinlich nächste Woche mal ins Firmendepot legen mit einer ersten Tranche. Das heißt, das ist auch meine Empfehlung, dass wir hier nicht hingehen und alles Geld dann sofort in einen Titel investieren, weil ihr seht ja selbst, die Kurse sind sehr volatil und es kann ja durchaus sein, dass es noch etwas weiter nach unten geht und dann würde ich in diesem Fall nochmal nachkaufen. So, das war die Aktie Nummer 2. Und jetzt kommt die Aktie Nummer 3, auch der nähern wir uns an hier über den Earnings-Kalender. Gehen wir auf die aktuelle Kalenderwoche noch. Und da ist sie auch schon, das wäre Adobe, kleiner Klassiker. Die Aktie habe ich auch schon im Depot, die ist jetzt auch nochmal am 8,5% gefallen. Ihr seht hier, Gewinn und Umsatz lagen über den Erwartungen, aber trotzdem ist die Aktie gefallen. Warum? Weil der Ausblick jetzt enttäuscht hat. Die Aktionäre sind ein bisschen ungeduldig, die wollen unbedingt jetzt hier sehen, dass das Kerngeschäft von Adobe von der KI profitiert, in dem Sinne, dass da jetzt mehr Umsätze kommen oder das Umsatzwachstum anzieht, und zwar hier in diesem Segment, in dem grünen Digital Media, wo die wo das Kerngeschäft im Prinzip ist mit Photoshop und Co. Und da ist man nicht ganz zufrieden. Interessanterweise macht sich der Einsatz von KI bereits bezahlt im Segment Digital Experience. Das wäre das hier in blau, wo es um Customer Relationship Management geht im Prinzip. Also darum, quasi den Kunden mehr zu durchleuchten und besser zu monetarisieren. Da haben wir auch sehr schöne Zuwachsraten. Da lag die Anzahl der Neuabschlüsse sogar 23% über den Erwartungen. Aber der Markt konzentriert sich momentan eben darauf, auf die Kernprodukte, wofür Adobe in erster Linie bekannt ist, also Photoshop, Illustrator und Co. Und befürchte da nach wie vor, dass die Konkurrenz ein bisschen die Butter vom Brot nimmt, beispielsweise Canva. Wobei bei Canva, die haben jetzt die Preise erhöht und haben das begründet durch den Einsatz neuer KI-Features. Und das sehe ich jetzt wiederum bullisch. Das heißt, in der Branche geht man hin und erhöht die Preise, weil man sagt, wir schaffen jetzt neuen Mehrwert durch künstliche Intelligenz. Und das macht man natürlich nur, wenn man auch glaubt, dass die entsprechenden Kunden dafür bereit sind. Also ich halte das eher für ein bullisches Zeichen. Der Markt hat es jetzt anders gesehen. Wenn wir uns jetzt mal die Performance angucken hier, year to date, da sieht man, dass Adobe um 10% insgesamt gefallen ist jetzt nach dem Kurssturz hier. Insgesamt natürlich hier eine gute Aktie. Man sieht hier 650% auf die letzten 10 Jahre und hier aber auch ein Zeitwärtslauf ungefähr seit 2020. Ist das die Chance zum Einstieg? Gucken wir uns erstmal hier die Gewinnentwicklung an. Man sieht hier schön auch, wie der bereinigte Gewinn wächst. Und wir sehen hier auch die Cashflows. Hier geht es mal kurz zurück, soll aber dann weiter wachsen.
Wenn wir uns den fairen Wert dann anschauen, dann sehen wir hier, dass wir jetzt bei Adobe wieder relativ deutlich unter dem 10-Jahres-Mittel liegen. Und wenn wir jetzt den fairen Wert hier angucken, dann sehen wir hier erstmal out of the box, dass Adobe unterbewertet zu sein scheint. Ich möchte da aber Hand anlegen, denn wir haben hier Wachstumsraten. Wir gucken uns die Wachstumsraten hier an, im zweistelligen Bereich, so um die 13, 14% und aktuellen KGV von knapp 36. Das halte ich zu hoch. Das habe ich auch schon in einem Video gesagt, das ich vor relativ kurzer Zeit über Adobe mal oder mit Adobe abgedreht habe. Ich bin wieder dabei, das KGV auf 28 zurechtzustutzen. Und dann sieht es so aus, dann sieht man, die Aktie ist jetzt noch minimal überbewertet hier. Laufende Geschäftsjahr, fairer Wert bei 511 Dollar. Momentan sind wir bei 537 Dollar. Aber wenn wir hier schon mal schauen, was wir für eine Renditeerwartung haben, und zwar am 30.11.2026, auch hier krummes Geschäftsjahr, da hätten wir immerhin schon mal jährlich von 9,5% über gut 2 Jahre, also insgesamt wären es 22%. Und als ich letztes Mal vor kurzem Adobe analysiert hatte, da habe ich gesagt, die Aktie wäre mir jetzt noch zu teuer für einen Einmalkauf, da würde ich ein Kauflimit legen. Und jetzt könnte ich mir aber schon vorstellen, dass man hier, wenn man an Adobe glaubt, in der ersten Tranche einsteigt oder vielleicht hier relativ nah, vielleicht bei 500, in dem Fall jetzt 506 US-Dollar, ein Kauflimit legt. Und dann hätte man hier schon eine Renditeerwartung von 12,6% hier erstmal jährlich. Und das halte ich dann schon für relativ attraktiv. So, das waren jetzt 3 Aktien anstatt 2 Aktien, die ich ursprünglich im Teaser versprochen hatte. Zwei davon, wie gesagt, halte ich schon für kaufenswert, kann man sich gern machen, wenn sie eben ins Depot passt, in der eigenen Anlagestrategie. Eine Aktie davon hielt ich für deutlich überteuert. So, jetzt könnt ihr mir ja mal euren Favoriten von den drei nennen oder gerne auch eine andere KI-Aktie, einen anderen KI-Profiteur, den ihr für kaufenswert haltet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.